Mein Name ist Melanie Weber und ich bin professionelle Herren-Make-up-Artistin. Bei Becca werde ich jetzt ein softes Nude-Make-up schminken. Passend hierzu werde ich ihre Haare zu einem Loose-Bun im Nacken stecken. Die Seitenpartien werde ich eindrehen in den Knoten hinein. Vorne werden ein paar Strähnen heraushängen, sodass ein wunderschöner anderer Look entsteht. Um die Haut perfekt vorzubereiten, trage ich einen Primer auf. Nun trage ich die Highlightercreme unter das Make-up auf, um dem Gesicht mehr Frische zu geben. Die Grundierung wird mit einer Sculpting Brush in kreisenden Bewegungen aufgetragen. Ich trage unter dem Auge einen hellen Concealer auf, um Augenschatten und leichte Äderchen zu verdecken. Auch die Stirn, der Nasenrücken und über dem Lippenherz helle ich auf, um Höhen zu schaffen. Nun verblende ich das Ganze, um keine harten Kanten zu bekommen. Auf Wange, Nase und Kinn wird das Rouge aufgetragen, denn das verleiht dem Gesicht eine wunderschöne Frische. Mit einem abgeschrägten Pinsel wird das Augenbrauenpuder aufgetragen, damit sie voller wirken, aber dennoch natürlich bleiben. Ein heller Lidschatten im Beige-Ton wird als Basis auf das gesamte Lid aufgetragen. Die Lidfalte wird mit einem Braunton intensiviert. Anschließend wird der Lidschatten verblendet. Um das Auge zu öffnen, wird Schimmerlidschatten aufgetragen. Einen besonders schönen Akzent gibt der Highlighter unter der Augenbraue und im Innenwinkel der Augen. Ein beiger Kajal auf der Wasserlinie lässt das Auge strahlen. Die Wimperntusche wird aufgetragen und die Wimpern werden durchgebürstet, damit sie nicht verkleben. Mit einem Konturenstift werden die Lippen umrandet. Danach wird der Lippenstift mit einem Lippenpinselchen aufgetragen. Abschließend wird nochmal etwas Rouge auf die Wangenknochen aufgetragen.